Ja, ist er, weil ich die Wände aufgemacht habe. So, und jetzt gute Nacht. Mal gucken, wer hier so alles kommt. Ich glaube, das wird gleich ganz schön ruckeln hier, weil erstmal alle Gegner erstmal auf mich aufmerksam werden. Neue KI bekommen. Oder so ähnlich. Ich hoffe, meine drei magischen Türen halten lange genug aus, bis alle da sind hier. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja. Euer Gegner ist durch eure Wände Ich weiß nicht, ob die jetzt umdrehen oder. Oh ja, jetzt merken sie es langsam her. Ja, sie kommen zurück. Jetzt kommen sie alle her. Merkt das hier unten noch? Na egal. Eine Falle wurde hergestellt. Notfalls habe ich ja noch mehr Türen hier. Sprich, wenn irgendeiner dumm wird hier. Eure Kreaturen werden angegriffen. Euer Gegner ist durch Go, eure go, go! Wände gekommen. Leute, ich will hier möglichst eine große Massenschlacht sehen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, ja. Gespeichert. Oh, drei magische Türen, das dauert eine Weile. Denke ich mal. Und wenn, dann habe ich ja hier ein paar böse Fallen. Oh, Leute, beeilt euch mal hier. Vielleicht. Gegen Magie sind die Türen natürlich relativ schwach. Oh, Level 10 teilweise hier. Mal gucken, ob mein Fallengang hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, das nimmt jetzt auf. Go, go, go. Die stehen bloß da und klotzen. Ist auch cool. Mal mit leiser machen hier. So, Gang Nummer 1. So. Jupp, ich glaube, das dauert noch ein bisschen hier. Naja. Ich denke mal, den Rest kann man auch von alleine besiegen hier. Eine Tür haben sie ja dann noch und ja. Die habe ich auf jeden Fall noch mit hier. Und die Eisentüren, naja gut, die dauern nicht allzu lange. Bis auf die Magier sind eigentlich alle ziemlich schwach. Wo wollen die hin? Naja, egal. Der Rest stirbt dann so. Viel wird nie übrig bleiben bei den ersten zwei Fallen, denke ich mal. Ah, hier, das wird schon interessanter, weil das sind ein paar stärkere. So, und jetzt werden wir uns das mal angucken. Ich könnte die Tür jetzt sogar verkaufen, denke ich mal. Jupp, die rennen auf alle Fälle noch mit rein hier. Wow. Los, alle mit rein hier. Los, 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 los. Oh, das sind wirklich jede Menge Helden hier. Wo wollen die hin? Kommt rein hier. Oh, da hauen die jetzt nicht etwa ab hier. Los, jetzt rein hier. Los, los, los. Wir können nicht einfach abhauen jetzt. Okay, das war der Ritter. Sehr schön. Naja, das restliche Gebrätz stirbt auch noch dann. Hier sind noch ein paar Level 9 Kreaturen. Der mächtige, allmächtige Indie-Fallengang hier. Verschont keinen. Die Fallen kommen ja nicht mehr bis zum Ende von dem Gang hier. Das ist schon krass. Das ist eine magische. Ja. Noch ein bisschen sammeln hier.
Das kommt hier unten, ihr auch noch. Seid ihr dumm? Naja, das sind die letzten dann, die denke ich mal, ja. Wieso steht denn da hier dumm rum? Go, go, go! Kommt, ihr schafft's auch noch. Ah, verdammt. Naja, egal. Hier kommt dann der Rest, der letzte. Level 5 gerade mal. Das wurde nicht allzu sch. Ich glaube, das war dann fast alles. Hier oben sind noch irgendwelche Trottel, Level 3. Und das, was jetzt hier noch durchkommt, das ist dann. Ja. Der letzte Rest. Also 5 Indie-Fallen machen hier wirklich aus dem größten Teil Hackfleisch. Den Rest kann ich jetzt entweder mit Blitzzauber noch beseitigen. Sprich so. Meine schöne Tür. Lass ja meine Tür in Ruhe. Hier Arschgeigen. Level 2, das ist echt. Das ist alles, was übrig geblieben ist von meinen 5 Indie-Fallen. Die Schwächsten kommen wieder zuletzt. Ja. Herzinfarkt. Machen wir es mal so. Ja, 3 Barbaren. Hier kommt keiner rein. Glaubt mir. Alle haben sie Geld hinterlassen hier, das ist richtig schön. So. Ah, hier kommen noch 3 Mönche. Die sind aber auch schwach. Pünktlich zum Zahltag, alles tot hier. Und richtig viel Gold. Ich kann euch jetzt gleich mal zeigen, was die jetzt für Gold hinterlassen haben hier. Das ist richtig viel hier. Glaubt mir, also das ist jede Menge Kohle. Benutzt die Kohle eigentlich gar nicht, also meistens liegt sie dann bloß rum bei mir, wenn ich ein paar Helden tot gemacht habe. Jupp, ihr sterbt jetzt ebenfalls einen artgerechten Tod. Sprich genau hier. Oh. Mönche heilen sich selber und andere. Sprich, sind gefährlich. So. Oh, ich habe ja hier schon wieder mehr Gold. Von daher alles kein Problem, wenn der Zahltag jetzt nicht reichen sollte. Ja, das ist aber Level 17. Wenn man es richtig anstellt, eigentlich alles nicht schwer. Ich habe mich damals richtig geärgert teilweise über das Level, weil es war wirklich relativ schwer. Aber wenn man weiß, wie es gemacht wurde, dann geht's eigentlich. So, das waren sämtliche Helden innerhalb von 5 Minuten gestorben an 5 Indie-Fallen und ein bisschen Blitzzauber. Ist wirklich interessant, also. Im Multiplayer kann es manchmal ganz schön unfair werden, sage ich. Also, Balancing von der Indie-Falle und von dem Blitzzauber ist wirklich extrem. Und von manchen Kreaturen. Die Orks sind richtig stark, die Vampire. Also, holla die Waldfee, also. Aber es macht trotzdem Fun, das Spiel, also zumindest im Singleplayer gegen Bots, also gegen Computergegner, gegnerische Keeper, wie man es nennen möchte. Ein neuer Spruch wurde erforscht. So, mal gucken. Ist noch mehr Gold. Ich glaube, das war alles. So, wir schauen jetzt noch, wie viel Gold. Wow, 39.000, fast 40.000. Alleine an Heldengold. Das war das, was ich jetzt für die Blitzzauber verballert habe hier. Und meine Ach, hier oben. Hier hinten ist meine Schatzkiste. Oder Schatzkammer. Eine Falle wurde so. Ein neuer Raum wurde. Ich werde jetzt hier einige Imps entsannen, dass die mir dieses Gebiet erobern. So. Einige werden sterben durch Indie-Fallen, beziehungsweise Blitzfallen. Aber naja, ist mir egal. Ich werde die geheime Welt noch euch zeigen. Das ist wirklich der Gang des Todes wieder gewesen hier. Indiana Jones Falle. Indie Falle genannt. Grausamer Tod, sage ich euch. Naja, ein paar mehr Imps hier. Ah, der
den wieder weggenommen habe.